So, einen wunderschönen guten Abend hier auf Bumum TV mit der Dreamhack Quali, mit dem internationalen Qualifier. Gibt ja einige. Einer ist für Schweden ja, restriktiert und einer für die Dänen. Und das hier ist international, somit sehen wir auch deutsche Teams, namentlich Etex und Maus. Und ja, wie viel Delay haben wir jetzt? Ah, gut, 10 Minuten ist noch im Rahmen. Und die erste Map wird wohl auch Nuke sein. Da bin ich mal gespannt. Gestern Abend, wer zugeschaut hat, haben wir ein paar nette Sachen auf Nuke gesehen. Mal schauen, ob die Teams hier genauso kreativ sind. So, nochmal ganz kurz checken, ob alles passt. Ja, sollte passen. So, man sollte mich also auch hören. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört man es ja an meiner Stimme. So, die Restarts sind gekommen. Also, wir sehen hier übrigens ein Best of Three. Das heißt, nach einer Map ist es noch nicht vorbei. Demzufolge sollte Etix hier die erste Map verlieren, haben sie immer noch Chancen. Den Turnierbaum hatte ich jetzt leider keine Zeit mehr einzublenden. Etix ist auf jeden Fall im unteren Baum und Maus im oberen, also die beiden deutschen Vertreter können dann nicht aufeinandertreffen. Zwei Slots gibt es zu vergeben in diesem Qualifier für die Dreamhack. Die hat es auch schon in 2 Wochen oder nächste Woche schon. Jetzt kurz nachgucken. Oh, die ist ja sogar schon nächste Woche. Also gar nicht mal so zeitnah hier. Ah, doch, ist relativ zeitnah. Hoffe natürlich, dass sich Maus qualifiziert. Primär. Etex würde es natürlich auch wünschen, aber ich mal gucken, ob sie hier in der Form sind, das zu bewerkstelligen. So, und warum ist meine Auslastung heute so hoch? Keine Ahnung. Was an? Nope. Also ich hoffe, es leckt nicht. Es passen auch so weit. Aber jetzt wird noch Server gewechselt. Warum auch immer. Lustige Lecker-Shots, wie wir schon wieder sehen. Netter AIDS-Talk. So, also es kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern hier, wenn die jetzt tatsächlich noch einen Server wechseln wollen. Also hier habe ich auch nichts geändert.
Keine Ahnung, warum es heute ein bisschen höhere Auslastung ist, aber ich hoffe, wie gesagt, das beeinflusst hier nicht mein Stream. Ach ja, jetzt suchen die auf jeden Fall noch nach einem Server. Ich hoffe übrigens auch, dass das Match bis 21 Uhr vorüber ist. Möglichst natürlich mit einem 2-0 für AirTax. Denn um 21 Uhr will ich auf jeden Fall Maus zeigen. So, jetzt ist der Server auch down. Ich hoffe, der kommt gleich wieder ab. Wir müssen den Admins natürlich auch die IP übermitteln. So, zeitgleich läuft übrigens noch, laufen noch weitere Spiele. Und zwar Tribute to Sylvester, irgend so ein Finnen-Team, wo mir wirklich niemand was sagt. Spielt gegen Millennium. Unter anderem mit Oststriker, Aker, Scream, Uzi Hawks. Dann spielt noch Max Flowplay gegen Lowland Lions, die ja auch im ESWC vertreten waren. Weiterhin spielt noch Baiki gegen Ice on You. Baiki auch ein ziemlich gutes französisches Team, glaube ich. Und Rushed spielt noch gegen DAT. Unter anderem Rushed mit Hooch, Evil, Fofkin, Edik und LKK. Und um 21 Uhr dann halt Maus gegen BX3. Da bin ich sehr gespannt. Hoffe, unsere deutschen Jungs werden das dann easy nach Hause schaukeln. Ist auch das erste Mal, dass ich Norweger in Aktion sehe in Go. Unter anderem Techie dabei, Finjen, Mikis. Die anderen beiden sagen mir nix. Moen und Rot. Also ich bin gespannt, wie sie sich präsentieren. Halt vor, von dem bin ich jetzt leider immer noch nicht wieder da. IP ändert sich aber auf jeden Fall nicht. Naja, um mich jetzt hier nicht zu langweilen, hau ich mal wieder ein bisschen Musik rein. Und meld mich dann rechtzeitig wieder, wenn der Held wieder da ist und wenn die Dreier erst kommen.
So, der Haltefort gewechselt. Mein CS ist gerade abgeschissen. Muss es also fix neu starten. So, aber ich bin wieder drauf. Settings wurden geladen. Restarts kommen auch gerade. So, damit jetzt auch viel Spaß bei FX gegen FM Toxic. Das sieht nach einem schnellen Hölle-Go aus. MNL kann das dann sagen, dass die Ts da runter sind. Aber sie sind fake. FM Toxic hat da spekuliert, dass sie Vorraum einnehmen. Crystal außen durchgepusht. So, Rampe geht's. Zu MNL, also sehr komisch, was Toxic hier spielt. Sind auch eingekesselt über den Vorraum. Boah, schade, Crystal muss er eigentlich haben. So, die Bombe noch bei Neil Sinjo. Der jetzt stirbt. Bombe kann somit auch angesagt werden. So, so liegt man dem Duell. Boah, gewinnt's leider nicht. Scheiße, was ein Lenkrad von MNL. Boah, und wo ist Felix? Kommt jetzt Schacht hochgefahren. Boah, er setzt auch den Frag nicht. Alter, was für eine verschenkte Pistole, aber MNL klärt. Sehr schöne Headshots am Ende. Sehen natürlich ekelhaft aus wegen GoTV. Aber daran müssen wir uns gewöhnen. So schaffen wir, dass mein Spiel nicht immer abscheißt. Und ich auch in-game bin. Sehr verwirrende Runde auf jeden Fall gerade. So, Halle Go mit Glocks. Also relativ souverän gerade gehandelt, alles von Attacks. Ist ja noch keiner gestorben. Sieht man auch relativ selten, muss man sagen. Und sagt mir mal bitte, ob die minimale Sounderhöhung stört. Hab's gestern noch mal im WOT angeguckt und fand teilweise könnte es ein bisschen lauter sein. Toxic hat noch nicht gekauft, wie auch. Keine Bombe gelegt. Der Molly kommt viel zu spät von Solik. Boah, schöne Runde bisher. Aber schön den Spot gemollied. Bombe konnte trotzdem gelegt werden. Boah, da sieht man so, um zwei sind verbrannt von MNLs Molly. Uiuiui. Ist nur noch Crystal gegen zwei. Der hat Felix gerade gut gebratzt. Anstatt zu aimen. Boah, die A2 weh. Und das Barbar ist... Boah, schade. Aber beide jetzt low, das kann er machen eigentlich. Er hat sogar einen Kit. Erste tot. Jetzt hätte er fast durchziehen können. Er zieht durch, oder? Ja. Lol. Wusste gar nicht, dass man da so komisch stehen kann. Boah, er macht sogar noch einen Headshot. Ich habe schon gedacht, das ist ein Bug da mit dem Diffuse. Weil er hat er wirklich durchgezogen. Aber was eine enge Runde. Und FM Toxic jetzt auf jeden Fall mit Geld. Barbar über außen. Boah. Wenn wir denn mit First Pick mit Aave gegen Radio. Da pushen sie sogar Rampe zu dritt. Schöne Pose jetzt genommen von Rack. Also runter sieht schon mal ganz gut aus. Ich frage mich gerade, ob die Tür selbst verbrennt.
Revoir schiebt wieder Vorraum. Schauen, wofür sie sich jetzt entscheiden. Sieht nach Halle aus. Hätten aber auch noch Zeit für einen Fake. So, Pommes raus hat nicht funktioniert. Rack macht nur einen. Und Crystal in der Main. 2 gegen 2 Situation, aber Weber low. Oh, hat Felix noch gerade die Hits bekommen? Bombe noch nicht gelegt und 20 Sekunden nur noch auf der Uhr. Boah, sehr schön gepusht von Felix. Gut durchgeschlichen. Weber hat da wohl gedacht, dass sein Mate ihn irgendwie deckt. Das war nicht der Fall. Sauber. Also sehr gut, wie Attex gerade verteidigt, wollen wir sagen muss. Toxic noch nicht wirklich gut was ausgepackt hier. Sah alles gerade nicht so wirklich durchdacht aus. Sollten auf jeden Fall viel mehr über außen machen. Oder einfach mal nicht die First Fakes kassieren. Wahrscheinlich auch ein bisschen unüblich, dass da AWP in der Rampe ist. So, diesmal steht es defensiver. Mich würde übrigens nochmal interessieren, ob man das Flackern wirklich auf dem Stream sieht oder ob ich das nur wahrnehme hier. Auf meinem Bildmonitor. Ich hoffe nicht. Das ist wirklich sehr nervig. So, da gab es noch eine Fläche übers Dach, soweit ich es gesehen habe. Jetzt gibt es, glaube ich, noch eine. Gab's hier eine. Fuck, macht seinen dritten. Und Pommes auch safe. Sehr schön. Also die Anti-Ecos gefallen mir gut bei Attex. Haben da wirklich bisher absolut keine Probleme. Jeweils immer ohne Mate-Verlust. Ist auch im Stream. Me not Gusta. Wieder sau offensiv. Wo ist denn der T da? Ich glaube, der ist auf dem Dach. Boah, schöner Push von Attex. Gefällt mir das. Lol, und die Kommunikation stimmt absolut nicht bei Toxic. Tja, da muss selbst wenn dann. Also gefällt mir, was Attex hier macht. Behalten weiterhin die Initiative. Schade, gute Idee von. Gute Idee von Crystal. Ein bisschen geflamed von Weber. Ein bisschen zu Unrecht. Warum sollte man nicht einfach mal einen Push spielen können? Hat ja auch wunderbar funktioniert jetzt eben. So, beide unten. Felix eigentlich mit einer guten Position, zumal Solik jetzt auch abgelenkt hat. Der Molly ging ins Leere. Baba mit der Bombe. Solek checkt jetzt auch wieder oben. Boah, da war Felix zu lange blind. Schöne Flash. Aber Solek lebt noch. Und er hatte gerade die Bombe down geschossen. Er hat auf jeden Fall den Ten gehört. So, jetzt wird die Bombe gelegt. Ach, schade. Amy ein bisschen versagt, war aber auch irgendwie beim Rausspringen noch. Also, erste Runde für Toxic. 5 zu 1 der Stand. Geldmäßig. Das sieht gar nicht so rosig aus. Also sie werden jetzt auf jeden Fall nochmal kaufen können. Aber trotz der 5-0-Führung haben sie gar nicht so viel Geld, wie man unten rechts immer sieht. Toxic natürlich auch nicht unbedingt. Also das fällt auf außen. Wird Attex viel, viel, viel Raum gelassen.
lange gebankt. Auch gut kommuniziert von Crystal. Ich glaube, sein Mate soll ihn da ein bisschen ablenken. Und ich glaube, Crystal hört auch die Steps. Ah, geht auch kein weiteres Risiko ein. Sehr schönes Teamplay bisher von der Texa außen. So, was passiert derweil in der Halle? Oh, Hack war da blind, nimmt aber noch einen mit. Boah, und Solik müsste den eigentlich gesehen haben. Boah, sehr schön, der ist in Schacht runter und hat rausgeflecht. Ich glaube, so ein typischer Source-Move. Solik stand aber ganz gut gegen. So, jetzt 2 gegen 2 wieder super knapp. Felix sollte vielleicht eher auf sein Mate warten. So, er nimmt den ersten, weiß nicht genau, wo der zweite ist, doch. Flecht ihn weg, der Mate zieht raus. Sehr schön gespielt von beiden am Ende. Doch mal richtig gutes Teamplay bewiesen. Oben der Score buggt, oder? Ach, sehr buggy heute alles. Ne, jetzt hat er sich wieder aktualisiert, 6-1. Toxic kann trotzdem kaufen, also der Plant war gerade super wichtig. Ich verstehe nicht, warum sie so wenig über außen machen. Boah. Ich glaube, da muss Solik dann weg, wenn er merkt, dass dort mehrere sind und auf ihn zielen. Ich glaube, da sollte man als City seinen Push abbrechen. Boah, hacken wir mal die Pommes. Toxic hat echt nicht gekauft, wundert mich ein bisschen. Kleine Halle Fake und jetzt geht Rampe durch. Da steht MNL. Sehr schön, macht beide. Und Never wird von Crystal geholt. Keine Chance. Schönes Teamplay auch von gut geschoben von Crystal. 7-1, auf jeden Fall die verdiente Führung. Und Toxic sieht hier gar nicht gut aus. Die AE ist auch viel zu früh, hat man gerade wunderschön gesehen. War jetzt mal eine schnelle Taktik. Vom Timing war das gut. Der Molly ist gerade geflogen. Sehr schön, Nilsinho räumt auf. Main wird gemollied. Smoke zum Target, damit er schön geplantet werden kann. Schon um Ethics. Lol. MNL hat ihn gebankt. Bombe wurde, ist aber durchgekommen. Schauen, ob sie den Retake schaffen. Sieht gut aus bisher. Oh, sehr schöner Molly. Muss jetzt natürlich über den anderen Schacht hochschieben. So, nur noch Barbar. Ah, schade. Ich glaube, er hätte noch Zeit gehabt, um den links anzuaimen. Ja, wobei... Ja, wenn er den Diffuser tötet, hätte es vielleicht von der Zeit auch nicht mehr ganz gereicht. Weiß ich nicht genau. Aber schöner Retake. Und wieder nur einer außen. Okay, jetzt haben wir wieder Deagle-Eco. Ja, da verstehe ich wirklich gar nichts. Sie haben bisher nur was über Vorraum gemacht. Außen immer nur einer, der da schön immer zurückgedrängt wurde. Also da ist gar nichts passiert bisher. Das haben wir gestern viel, viel, viel besser von C-Play gesehen gegen NiP. Oder auch von ESC. Die da relativ gute Taktiken am Start hat. Hm.
Felix jetzt gegen 3. So, schön der erste Headshot. Gegenflecht sitzt ganz gut. Na, da hat er keine Muni mehr gehabt. Sehr schön. Gute Runde von Felix. 9-1 und ja, einziger Tipp, den man hier Toxic geben sollte, kann, ist eigentlich, dass sie über Außen was spielen sollten. Denn durch steht eigentlich nur Crystal. Na, AWP haben sie auch nicht mehr. Wow, es kommt tatsächlich was über Außen. Schauen, wie es Crystal handelt. Kein Support, doch mit Rack. Der Molly hat sie aber gut gestoppt. Erst der Support, MNL. So, jetzt die Smoke, sie vielleicht ist beide gerade blind. Mal schauen, ob es MNL noch schafft. Molly die Main, auch nicht schlecht. Boah, krasse Mollys. Schaut es euch an, wie gut die einfach platziert waren. Da konnte keiner Main rein, keiner konnte runter. Somit super delayed. Ah, Fricks fällt jetzt aber nicht. Der Dex hat eigentlich ganz so gute Posis. Die Bombe ist auch zurückgegangen. Jeder einzeln irgendwo. Einer ist. Hallo oben? Die Frage ist, wo ist Weber? Im Vorraum. Also, sie wollen auf jeden Fall Halle. Runter können sie eh nicht mehr. So, Bombenplan konnte hier nicht verhindert werden. Gut weggeschoben da von Neil. Schöner Refair, kann jetzt einmal weggehen. Einfach mit 10 AP. Oh, beide CD ist mittlerweile auch schon low. LOL! Crystal, schöner Bang dadurch. Boah, was ein Lucky Bang von Crystal. Hat er, glaube ich, einfach nur predicted. Reicht's von der Zeit? Ah, nein, es reicht nicht mehr. Das finde ich auch so scheiße. Der Balken läuft irgendwie noch runter und eigentlich schaffst du es ja, aber die Animation setzt halt schon ein. Und der Diffuse geht nicht mehr durch. Schade, es war wirklich eine Sache von einer Sekunde und einer halben Sekunde. Ach so, wirklich überzeugt hat mich die Runde jetzt auch nicht. Schöne Banks, da. So, jetzt vielleicht wieder so ein Go in die Halle. Aber so, LeCrac stehen da gut. Schönes Zusammenspiel am Spot. Räumen da komplett auf. Sauber. Auf der Pommes einfach auch immer eine richtig gute Posi. Haben auch die Flashes übers Dach gefehlt. Tja, und da geben sie schon wieder eine Runde ab. Vorhin haben sie so was über Außen gespielt. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass sie dadurch die Runde gewonnen haben. Allerdings verlief die Runde schon mal wesentlich besser als alle anderen. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie nicht einfach weiterhin über Außen spielen. Naja, sie werden es schon besser wissen. Oder halt auch nicht. Boah, jetzt mal wieder alle Außen. Und halt nur eine Diegel-Eco. Das steht auch allein. Fuck über die Main. Boah, da hat er gut noch den Fuß gesehen. Nur noch jetzt sind nur mit letzten, mit 5 HP. Oder wie viel er hatte, auf jeden Fall war er low. Wieder eine 5er Runde in der Echo von Attex. 11-0. Die verdiente Führung. Hier scheint wirklich gerade nichts anzubrennen für die Deutschen.
Molly blockiert da aber noch den Go. Felix der bei Rampe gepusht. Boah. Zum Glück ist er dem Molly noch losgeworden. Ja, gut, dass Solik da kein weiteres Risiko eingeht. Das gefällt mir, wie Attex auch mixt. Mit so offensiven Pushes. Über die Pommes, über die Rampe jetzt vor allen Dingen. Wobei ich hier Toxic dann nicht ganz abschreiben würde. Je nachdem, was dann die zweite Map ist. Mal sehen, ob die schon feststehen. Ah, okay, steht schon fest. Zweite Map ist D2. Dritte Map wäre Train. Nicht, dass es jetzt zu drei Maps kommt. So, Felix wieder mit Push. Ist ja schon gut angeschlagen. Und Nell mit AWP-Support. Der Molly blockiert jetzt auch den Go. Jetzt würde mir es gefallen, wenn man einfach nochmal komplett über außen schiebt. Aber Rack, weil schon im Vorraum drin, nimmt er drei aus dem Spiel. Boah, dem vierten gibt es sogar Headshots. Also starke Runde von Rack bisher. Solik auf die Füße gesehen und macht es auch 13-2. Was eine erste Halbzeit. Sehr, sehr, sehr eindeutig für Attex. Und Webers, glaube ich, wird von Mal zu Mal tilter. So, es geht nicht los. Ich glaube, er hat NL geschrieben. NL, okay. Also geht's kurz auf Toilette, heißt kurzes Werbepost für mich und dann gibt's hier die zweite Halbzeit. Entweder bemerkt man dieses Flackern nicht oder es ist wirklich nicht da, keine Ahnung. Also mich stürzt auf jeden Fall, aber kann ich leider nicht ändern. Liegt glaube ich am Windowed Mode. Weil an irgendwelchen Grafik-Settings liegt es nicht, das habe ich schon mal alles durchgetestet. Und hier Lasing aus und so ein Scheiß. Das hat alles nichts gebracht. So, Spielstand war 13-2, müssen wir uns gleich merken. Da jetzt gleich nochmal Restarts kommen werden. So, derweil mal kurz das Ergebnis-Update, mal schauen, was noch so live ist. In der SLTV Starry Season 4, die heute auch gestartet ist. Das ist dann Gleichstand, 11-11, Rushed gegen DAT. Und bei Millennium gegen TTS führt Millennium 10-5, ebenfalls auf Nuke. Und das ist auch ein Spiel des DreamHack Qualifiers. So, sollte... Ah, okay. Sollte Attex das Spiel gewinnen... wäre der Gegner auch TTS oder Millennium. Sollte Maus heute gewinnen gegen BX3, wäre dort der nächste Gegner Kick oder 3D Max.
So, jetzt gab es die Resets, wie gesagt, merken und 13.2 steht's. Für Alternate. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst gespoilert. Was den Score angeht. Ich hoffe mal, es stimmt nicht. Aber mal gucken. Ich verrate es euch nicht, was ich gelesen habe. So, Diamond vorn, zwei außen. Das sieht man jetzt schon nicht. Schöne Smokes, einer außen durch. Das wird jetzt ein Rampe-Split. Rock muss es leider abbrechen. Hatte Angst vor dem einen. Aber jetzt sollten sie Mates vielleicht das auch abbrechen. Und ist die Rush unter Cat wäre auch gut. Schade, dass Rock jetzt stirbt. Boah, jetzt ein bisschen Chaos drin gerade. Und jetzt sind auch schon drei Mann unten. Einer im Schacht, da zwei im Aquarium. Oh, die Runde sieht nicht gut aus. Oh, 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 3 gegen 3. Schön gesehen von Zed. Ist schön rumgezogen. Gut auf die Schüsse reagiert. Da ist nur noch Crystal, der stirbt auch. Und genau das stand noch auf Feld gerade im Scoreboard. Also 13:3 jetzt gerade der Spielstand. Also schade, ich glaube, wenn Rack da wirklich Angst hat und zurückgeht, müssen seine Mates dann auch weg. Und vielleicht dann kurz einfach umentscheiden zu einem Halle-Split. Ich glaube, ist sogar relativ gut, weil die CTs dann halt irgendwie schon am Schieben sind, rechnen mit dem Go unten. Und dann ist Halle vielleicht weniger gut gedeckt. Und dann kommt man vielleicht relativ gut rein. Also es wäre vielleicht so eine Art gewesen, die Runde noch ins Positive umzumünzen. Schon richtig viel Schaden gefangen. Aber bisher noch kein einziger Frag gefallen. Weiter Damage ausgeteilt. Jetzt macht Barbarman den ersten. Haben wir auch die ganze Zeit geschossen. Wie lange sie da die Runde hinauszögern. Boah, schöner Shot. Und Solek stirbt auch. Und auch Toxic kann hier ohne Mannverlust überleben. Vier also. Hätte jetzt auch noch eine Spar. Logisch haben wir auch nicht gekauft. Hatten wir auch eben Deagles. Sieht mit seinem Geld alle nur so 3k. Ah, da waren sie, glaube ich, blind dort. So, wer war schon nach unten verschoben? Trifft er jetzt gleich auf 4. Alex nimmt aber Tempo raus. Wo ist der eine T? Oben an der Rampe. Ich glaube, einer ist noch im Vorraum. Dex entscheidet sich da auch wieder um. Nur Zed. Schöner Mini-Step eigentlich. Aber der Molly ist trotzdem zu gut. Uiuiui, also. Weiß nicht, irgendwie hat mir der Attex besser gefallen, wie sie standen. Und sie können das jetzt sogar noch holen. Barbar sowieso nur mit so einer komischen Waffe. Weber auch. Boah, da war es nur noch Weber. Sehr, sehr schöne Runde von Attex. Also Anticket scheinbar nicht so eine gute Posi. Wobei er dann über Promise war. So, Weber wird jetzt wahrscheinlich auch gleich angesagt werden. Zumindest sollte man die Steps schon hören. Wird auch schon abgezielt.
einfach keine Muni mehr. Schön rumgetrunken von Rack und eine super Runde von Attacks und das ohne Waffen. So, geldtechnisch sieht's hier nicht so gut aus. Farmers Weste. Mehr aber auch nicht. So, der Text bei außen. Ach, schöner Ace. Da sieht man auch wieder direkt den Unterschied. Attex baut das über außen auf, haben da auch Granaten. Sprengt dort Baba weg. Baba hat auch keinen Support von einem Mate. Stirbt da allein. Also, Toxic für mich hier kein Team, was auf die Dreamhack gehört. Zumindest was man bisher auf Nuke gesehen hat. Schöner Laufweg. Sauber. Kann er von hinten aufräumen. Hit. Ah, den hat er leider nicht gehört von oben. Oh, jetzt hat er ihn gesehen. Boah, lad doch erstmal nach. Boah, sehr schön gespielt. Kein Risiko eingegangen von Rack. Hat wahrscheinlich auch die Ansage bekommen, dass er der Einzige ist mit viel HP. Auch mal wichtig, dass die Mates da aufpassen, dass da nicht ein unnötiges Risiko eingegangen wird. Und Attex sichert sich jetzt schon mal das Draw. Toxic wird nächste Runde auch kein Geld haben. Schauen wir uns das mal an. 2K. 3K, 2K, 1,5. Hier wurde schon gekauft. Also jetzt nur für Deagle, wenn Dansky halt mit der gesaveten Farmers. Da sollte Attex wirklich keine Probleme haben, jetzt die Runde zu gewinnen. Oh. Oh, da haben sie gerade Rampe gepusht, brechen das aber jetzt ab. Dadurch, dass sie den First Check bekommen haben. So, außen schon eingenommen, aber einer kommt U-Bahn hoch gerade. Wo ist der denn? Ah, hier, Baba. Leider zu langsam. 200 Cat. Boah, nur noch 6 HP. Auch bitter, dass er jetzt nicht gestorben ist. Aber die AE finisht ihn. Sehr schön. Jetzt vielleicht den Cat-Split. Eine Rampe-Split über Vorraum. Ah, aber Mate über Pommes gepusht. Boah, so, Lick passt auf. Und jetzt geht's Halle. Gute Entscheidung eigentlich. Der Cat ist auch oben. Kann er jetzt super die Schächte abdecken. Und da war es noch Set aus dem Schacht. Das muss das GG sein. Jetzt hat er auch gesteppt. Ja, viel Spaß, ne? Na, da können sie ihn auch eigentlich schon knifen. Zack, das ist vorbei. Die erste Map geht an Attex, wollte schon sagen. War doch 13-2.